fraglich, ob hier jemals die Universität einzieht. Die Verhandlungen über einen Unicampus auf dem Sparkassengelände am Brill sind ins Stocken geraten. Das geht aus dieser vertraulichen Senatsvorlage hervor, die Buten und Binnen exklusiv vorliegt. Nach langen Ausführungen zu den Gesprächen mit den Besitzern, den Investorenbrüdern Shapira, lautet der zentrale Satz: Ist festzustellen, dass keine Lösung erkennbar ist, die eine für beide Seiten tragfähige Lösung darstellt. Der zuständige Staatsrat Tim Korzen-Riglewski ist bemüht, die schwierige Lage Bremens in den Verhandlungen zu relativieren. Ist damit nicht echterweise die Uni in der Innenstadt tot? Nein, überhaupt nicht. Also A, sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen. Wir hoffen weiter darauf, dass wir uns im weiteren Gesprächsverlauf weiter annähern können, weil wir auch ganz deutlich sagen, das Areal am Brill ist nach all den Betrachtungen, die wir vorgenommen haben, in der Sache sehr, sehr gut geeignet für eine solche Entwicklung. Aus dem Papier geht hervor, dass Bremen bei den Verhandlungen drei Möglichkeiten für eine Uni am Brill prüfte. Erstens, Kauf des Sparkassenareals. Erstmal gescheitert, weil die Eigentümer erst nicht verkaufen wollten und später auch nur zu einem für Bremen viel zu hohen dreistelligen Millionenbetrag. Zweitens, Anmieten des Sparkassenareals. Erstmal gescheitert, weil die Eigentümer für Bremen zu hohe Mietvorstellungen hatten. Drittens, gemeinsame Entwicklung des Sparkassenareals mit den Eigentümern. Erstmal gescheitert, weil man sich über Umbaukosten und anschließende Miete nicht einigen konnte. Der Bürgermeister, der prominent für den Brill-Campus geworben hatte, wollte sich heute nicht dazu äußern. Die Suche nach einem anderen Standort läuft. Wir investieren sehr, sehr viel Mühe, auch in mögliche Alternativen, gucken da sehr intensiv hin. Bei uns dran gelegen ist, dass wir diese Entwicklung und dieses Potenzial, was mit einem Teilumzug der Universität in die Innenstadt verbunden ist, das wollen wir für Bremen heben. Nach dem Ende des Zech-Shopping-Projektes rund um das Parkhaus Mitte steht mit der City-Uni am Brill ein weiteres zentrales Innenstadtprojekt des Senats auf der Kippe.